Schmittendorf, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Eisenbahnmagazins Kollevisia. Im Herbst 2015 hielt der Verband Österreichischer Museums- und Touristikbahn ÖMT seine Herbsttagung auf dem Gelände der Dampflokwerkstatt in Meiningen ab. Dabei hatten wir die Gelegenheit, einer Präsentation des Münchner Physikers Dr. Reinhard Serchinger zu lauschen. Dieser stellte dort sein neuestes, selbstentwickeltes Brennersystem vor für die Feuerung von Dampflokomotiven mit flüssigem Brennstoff. Viel Spaß beim Anhören. Das ist ein Brenner für alle Brennstoffe. Mein Vorschlag zu einem solchen Projekt ist, man reicht das als Umweltschutzprojekt ein, man fährt mit Rückstandsdestillaten aus der Biodieselherstellung, wo für die Biodieselherstellung schon Einspeisefette verwendet werden, dann ist das absolut CO2-neutral, super umweltfreundlich. Dieser Brenner ist ein sogenannter Low-NOx-Brenner, also niedriges NOx. Wir haben hier die Primärluft, die wird verwirbelt. Die Brennerlanze ist hier in der Mitte, das ist die Brennerlanze. In der Brennerlanze selber wird das Zerstäubermedium, sei es Luft, sei es Dampf, mit dem Brennstoff vermischt und dann hier fein verwirbelt ausgespritzt. Trotz der hohen Temperatur kann sich wenig Stickoxid bilden, weil ich einfach den Sauerstoff der Stickoxid nicht habe. Je höher die Temperatur und je mehr Sauerstoff da ist, desto höher ist das NOx. Das heißt, in der heißen Zone der Flamme darf ich höchstens Lambda 1 haben, eher noch etwas weniger. Und in der äußeren Zone kommt dann die Sekundärluft und die Sekundärluft verbrennt dann das hier massenhaft entstehende CO zu CO2. Mit der Luftzerstäubung habe ich CO gleich 0, aber ich habe mehr NOx, weil ja die Luft direkt hier mit reinkommt. Während wenn ich Dampfzerstäubung habe, dann habe ich sehr gute NOx-Werte, aber die CO-Werte sind dann etwas höher. Gut, Absprühwinkel, der ist natürlich länger, sonst würde er hier reinfeuern. Ja, dieser hat 90 Grad, also 45 zur Senkrechten, dann geht er so raus und der muss länger sein, wenn er mit 120 Grad, also mit 60 Grad so rausgeht. Ich habe jetzt im Pilotbrenner ist dieser, weil der breiter sprüht. Es haben jetzt die äußeren Brenner immer zu wenig Luft gekriegt und hier kam viel zu viel Luft durch. Deshalb haben wir an den äußeren Aschkasten noch Blenden gemacht, wo die Brenner dort zusätzlich von außen Luft ziehen konnten, weil sie zu wenig bekamen, insbesondere an den Außenseiten. Aber der bekam immer zu viel und da mussten wir hier eine komplette Stauscheibe machen. Und wie man hier auch sieht bei der Sekundärluftzyklung, hat man da auch noch Blenden rein. Wir haben da auch noch Blenden reingemacht, um das abzudämpfen. Sonst hatte der immer zu viel Luft. Und die anderen zu wenig. Und das sind alles Sachen, die kann man nicht rechnen. Das heißt, wenn ich einen Aschkasten habe, der ein Quader ist, halben Meter tief und genauso groß wie die Feuerbruchsgrundfläche, da brauche ich gar nichts zu machen. Das saugen von alleine an. Aber in dem Augenblick, wo die Aschkastenform so ist, dass die Strömung unter der Feuerwerksgrundfläche nicht gleichmäßig ist, dann fängt es an, knifflig zu werden. Bis jeder Brenner genau die Luftmenge bekam, die er sollte, in Abstimmung mit der Saugzuganlage, da haben wir über 3 Monate dran rumgemacht. Alle Brenner gehen mit Luft und Dampf als Zerstäubermedium. Alle Brenner haben nur eine einzige Einstellung für das Zerstäubermedium. Das heißt, ich habe einen rein mechanisch arbeitenden Druckregler. Den stelle ich ein für mein Zerstäubermedium, egal ob das Luft oder Dampf ist. Wenn ich anheize, habe ich 0,75, wenn es noch kalt ist. Und dann im Betrieb habe ich 0,55 Bar Überdruck. Und dann zerstäubt er über den ganzen Lastbereich. Dieser Brenner hat einen Bereich von 20 Litern pro Stunde bis 120 Liter pro Stunde Durchsatz. Und über den ganz gesamten Regelbereich 1:6 ist es eine einzige Einstellung vom Zerstäuberdruck her. Und die einzige Größe, die ich regel, aktiv ist der Brennstoffzufluss. Aber so muss man sich das vorstellen, dass die Flamme selbst ihr eigenes Zerstäubermedium überhitzt. Die Brennerlanze, das ist die mit 120 Grad Absprühwinkel. Hier geht das Öl rein, das läuft dann innen hoch. Und hier kommt der überhitzte Dampf rein, der umspült das Ölrohr hier und heizt nochmal im Brenner vor. Das heißt, hier kommt Nassdampf rein, ja. Und das ist hoch, die richtigen sind aus hochhitzebeständigem Stahl. Die haben auch bei der
bei der 52-80-55 in der Schweiz habe ich das eingebaut. Da haben diese Überhitzerschlaufen, die erste war mechanisch falsch konstruiert, die war noch von der SLM. Dann habe ich eine neue konstruiert und die hat jetzt wie lange gehalten? 16 Jahre. Also, ne? Und hier habe ich dann diesen Hochkondensdampf rein, da geht er dann als Heißdampf rein, 400 bis 450 Grad bei Vollast, wenn das in den Flammen hier ist, das zeige ich morgen noch an Bildern. Und dann wird, das heißt, bei der klassischen Ölfeuerung hatte man ja erstmal eine Ölvorwärmung im Tank und dann hatte man noch eine Ölvorwärmung direkt vor den Brennern. Und die ist hier sozusagen integriert. Ja. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Druck. Man sieht, dass es ein sehr feiner Nebel ist. Wir haben also bei der Zillertalbahn auch eine Tankheizung vorgesehen. Aber es ist natürlich besser, wenn man den Brennstoff nicht so hoch heizen muss. Wir haben jetzt gehört, auch ein ausgereiftes Brennersystem wie das von Dr. Serchinger bedarf bei jeder konkreten Lok der Einführung mit praktischen Tests und Prüfungen in einer gewissen Prüfvorlaufphase. Doch dieser Aufwand wird belohnt durch viele Jahre problemlosen Betriebs. Falls Sie Fragen haben an den Referenten, von dem Sie eben ja auch nur einen kurzen Ausschnitt aus dem Vortrag erhielten, haben Sie Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail, wir reichen das dann weiter. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.